Eine neue Rennstrecke beim New Hillcrest Stall? Da bin ich dabei. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Schauen wir mal, wie weit wir damit heute kommen. So, es läuft wirklich gut für dich, Tiffany. Wir können also zum nächsten Schritt springen. Wir müssen die Flaggen für die Geländestrecke bemalen. Ja, hast du darüber nicht nachgedacht? Wir benutzen nur Holzflaggen hier in Jorvik. Bei größeren Wettbewerben werden zwar Stoffflaggen benutzt, aber in den meisten Fällen sind sie aus Holz. Viel einfacher zu pflegen und einfacher zu handhaben, wenn es mal regnet oder das Wetter schlecht ist. Also viel besser als Stoff. Was, du forderst mich heraus, die Flaggen zu bemalen? Wir wissen beide, dass du gewinnen wirst. Wie bitte? Klar kann ich malen. Pfeh. Nee, du, ich beweise dir, dass ich malen kann. Okay, wir fangen bei 3 an zu malen. 1, 2, 3. Du lässt Ricky besser absichtlich gewinnen, damit er sein Selbstbewusstsein dieses Mal zurückgewinnt. Ja. Wir dürfen das nur nicht zu offensichtlich machen. Das ist dann nämlich auch nicht gut. Also ich persönlich, ich komme mir wirklich, ich werde sauer, wenn ich merke, jemand lässt mich absichtlich gewinnen, das mag ich gar nicht. Ja, warte mal. Siehst du, ich muss sowieso erstmal gucken, in welcher Reihenfolge ich was machen muss. Von daher ist das jetzt gar nicht so schlecht. So. Eine. Jetzt habe ich es aber. Jetzt lege ich einen Zahn zu hier. Und die letzte. Male langsam. Ich habe gewonnen. Gewonnen, Tiffany, gewonnen. Ich kann nicht fassen, dass ich gewonnen habe. Tiffany, ich fühle, dass sich etwas in mir regt. Ich möchte fast springen. Ich will vor Freude springen, Tiffany. Komm schon, wir gehen auf eine Joggingtour runter zum Stall und überraschen Natalie. Ich ziehe nur meine Laufschuhe an. Wir können später weitermachen. Wo waren doch gleich meine Laufschuhe? Ich erinnere mich, dass ich sie nie wiedersehen wollte und warf sie irgendwo hin. Aber ich weiß nicht mehr, wohin. Kannst du mir helfen, sie zu suchen? Na klar. Kann ich machen. Vielleicht hier in der Tonne? Nee, da schon mal nicht. Hier drunter? Sieht auch nicht so aus. Da ist auf jeden Fall die Hantel. Beim Nachbar. Ha! Da sind sie. Das müssten Rikis Laufschuhe sein. Ich hab's. Ja, ich hab sie rausgeworfen, weil ich sauer war. Aber jetzt bin ich das nicht mehr. Komm schon, Tiffany, lass uns jetzt joggen. Normalerweise hat Natalie oder einer von den Bulldogs in ein Horn geblasen, damit ich das Tempo beibehalte. Jetzt, wo ich gewonnen habe, will ich es noch einmal versuchen. Es war überhaupt nicht schwer. Sobald du siehst, dass ich langsamer werde, bläst du einfach in das Horn. Lass mich nicht zum Stehen kommen, weil sich sonst mein Puls verändert. Danke, Tiffany. Ich habe gewonnen. Es geht bergauf. Jetzt laufen wir zum Stall zu Natalie. Ja, dann, wir könnten auch einfach hier so trommeln, so den Laufrhythmus trommeln oder so. Das Horn haben wir schon mal bereit. Oha, was ist denn das für ein Horn? Das hört sich eher an wie so eine Dreiklang-Fanfare. Das ist aber echt schnell. Der ist verflixt schnell. Für mich ist Joggen ja überhaupt nichts. Null. Ich kann das auch überhaupt nicht gut, wenn ich zum Sport gehe, irgendwie aufs Laufband und dann joggen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist... Ich werde mich mit Joggen niemals anfreunden können. Niemals. Also andere Sachen, wofür man Ausdauer braucht oder auch Ausdauer aufbauen kann. Fahrradfahren zum Beispiel. Ich schwimme total gerne, aber Joggen... Nee. Da kriegt mich niemand zu. Nicht freiwillig. So. Der Ivan Drake. Ja, man sieht, dass er mit Dings verwandt ist. Mit der Drachenfrau. Nein, nicht Khaleesi. Frau Drake. Aber ich finde, er hat auch so ein bisschen was von... Ja, Schwarzenegger. Weiß ich nicht. Jean-Claude Van Damme? Ich weiß es nicht.
Ha, Ricky ist draußen und joggt, sofern man das Joggen nennen kann. Erlaube mir zu lächeln. Ich kann hier nicht länger bleiben. Ich bin hier, um mein neues Clubhaus zu inspizieren oder euren schmutzigen, stinkenden Stall, so wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Und wer ist dieser Tölpel, den du da an deiner Seite hast, Ricky? Tiffany? Ich erinnere mich an diesen Namen. Glaube, meine Schwester hat von dir erzählt. Wer ich bin? Tja, ich bin Ivan Drake. Du solltest dir meinen Namen besser in deinem kleinen Spatzenhirn abspeichern. Entschuldige, hat der kleine Loser Ricky etwas gesagt? Im Ernst? Du Verlierer glaubst, dass du eine Chance hast? Du bist ja noch armseliger, als ich dich in Erinnerung hatte. Du wirst dich niemals in den Jorvikschen Jojitsu-Meister, wirst mich niemals in der Jorvikschen Jojitsu-Meisterschaft schlagen. Du glaubst, dass du jetzt in der sehr unrealistischen Lage bist, mich zu schlagen? Ich warte schon sehnsüchtig darauf, bei der Jorvikschen Jojitsu-Meisterschaft Hackfleisch aus dir zu machen. Auf jeden Fall kann ich es kaum erwarten, diesen stinkenden Stall zu übernehmen und ihn zu einem Fitnessstudio für Total Destruction, dem besten und stärksten Jojitsu-Club aller Zeiten, zu machen. Entschuldige, was hast du gesagt, Natalie? Die armen kleinen Pferde haben keinen Platz, wo sie hin können, wenn der Stall verschwindet? Oh, die armen kleinen Pferdchen. Warum glaubst du, dass mich das interessieren würde? Mich interessiert es nicht im geringsten, wenn sie kein Zuhause mehr haben und auch, dass du sie nicht behalten kannst. Kurz, niemanden interessiert's. Schönen Tag noch, ihr Flaschen. Und Natalie, ich freue mich auf eine diesmal pünktliche Zahlung der Zinsen. Ansonsten kommen nächsten Monat 78% Extrazinsen hinzu. Vielleicht nehme ich auch dein Haus als Anzahlung. Dann kann ich in der Nähe des Fitnessstudios wohnen. Was ein... ne? Ivan, bitte, nimm uns nicht den Stall weg. Wir können das mit den Zahlungen regeln. Ich verspreche es. Gib uns noch einen Monat Zeit. Bitte. Diese Schlangenbrut. Ich bin so sauer. Ricky, was sollen wir tun? Wir können Ivan Drake doch der GED und der GED den Stall nicht überlassen. Wo sollen die Pferde nur hin? Ich habe davon geträumt, einen Stall haben zu können, bei dem alle Pferde willkommen sind und ein Zuhause haben können, wenn sie eins brauchen. Wir können ihnen den Stall einfach nicht überlassen. Wir müssen irgendwo Hilfe finden. Tiffany, ich weiß, dass du nicht so viel von der ganzen Sache hier verstehst. Vor ein paar Jahren gab es in ganz New Hillcrest Geldprobleme. Davon war leider auch der Stall betroffen. Es ging so bergab, dass wir Angst hatten, der Stall müsse komplett geschlossen werden. Wenn er geschlossen worden wäre, hätten viele Pferde, die hier lebten und noch immer leben, keinen Platz mehr zum Leben gehabt. Also haben Ricky und ich bei der neu eröffneten Bank hier in der Stadt angefragt, ob sie uns einen Kredit geben könnten, trotz des geringen Einkommens. Es war fast zu schön, um wahr zu sein. Am Schluss hat sich dann herausgestellt, dass die Bank der GED und der Familie Drake gehört. Als wir den Vertrag unterschrieben haben, hat alles Sinn gemacht. Aber jetzt wird nicht nur der Stall, sondern auch mein Privatbesitz gepfändet, wenn der Kredit nicht rechtzeitig zurückgezahlt werden kann. Was soll dann aus den Pferden werden? Kann ich bitte etwas allein sein, Ricky und Tiffany? Ich muss mit den Bulldogs reden. Es scheint, als ob keine Hoffnung mehr für den Stall und unsere Pferde besteht. Dem müssen wir doch was tun. Ah, diese Schlange. Er sollte bloß nicht in die Nähe Natalies oder der Pferde kommen. Wir müssen ihn stoppen, Tiffany. Wir müssen Ivan Drake einfach stoppen. Und ich weiß genau, wie wir das tun können. Wenn ich die Jorvik'sche Jojitsu-Meisterschaft gewinne, bekomme ich genug Preisgeld, um den gesamten Kredit auszubezahlen. Ich muss nur gewinnen. Ivan ist der derzeitige Champion im Jojitsu. Gegen ihn habe ich das letzte Mal verloren, aber wenn ich jetzt gewinne, kann ich alle retten. Sicher, Tiffany? Du willst uns helfen? Du weißt bestimmt, was auf dem Spiel steht. Danke, zusammen können wir es schaffen. Komm schon, wir laufen zurück zu mir. Dieses Mal gebe ich 120%. Lass mich nicht stehen bleiben. Was auch immer du tust, Tiffany, lass mich nicht stehen. Die Zeit ist gekommen. Gut, dann tuten wir mal wieder eine Runde. Auf das Ricky die Beine schwingen tut. Ja, der gibt auf jeden Fall 120%. Ich komme ja überhaupt nicht hinterher, um zu tuten. Hier muss ich abkürzen. Hier ein bisschen abkürzen. Oh, jetzt. Jetzt kommt die Ausdauer, Ausdauerprobleme, den Berg rauf. Kann ich nachvollziehen. Meine Zunge hängt auch schon am Boden. Hallo, hier, Hörnchen.
Danke. Lauf! Lauf, Forrest! Wir sind auf jeden Fall schon mal schneller als ein Percheron am Trab. Auch nicht verkehrt. Tja. Und die Witchy, die ist natürlich schon wieder da. So. Hilfe. Meine Kondition ist nicht mehr das, was sie mal war. Oh, Wasser, ich brauche Wasser. Du und Witchy solltet auch trinken. Ja, sollen wir schauen, wer schneller trinkt? Du bist kein Gegner für mich, Tiffany. Ich werde gegen Witchy antreten. Komm schon, Witchy, wir werden ja sehen, wer schneller trinkt. Jetzt ist auf jeden Fall sein Kampfgeist wieder da. Go, go, Witchy! Lass sie nicht die Butter vom Brot nehmen. Halt, das ist der Eimer, den ich brauche. Will er auch aus dem Eimer trinken? Taha, da, wer ist besser, wer ist schneller, wer trinkt wie ein Pferd? Ja, Ricky, Ricky, Ricky. Okay. Jetzt fühle ich mich viel besser, aber die nächste Zeit wird hart. Es kommt eine Menge Training auf mich zu, damit ich mich für die Bezirksmeisterschaft qualifizieren kann. Ich muss mich zuerst für die Bezirksmeisterschaft qualifizieren, danach muss ich sie auch noch gewinnen. Wenn ich erst einmal die Jorvikische Meisterschaft gewonnen habe und Ivan aus dem Weg räumen, damit ich Gold bekomme. Aber wenn ich das schaffen will, muss ich richtig essen. Letztes Mal habe ich nur Protein in mich hineingeschaufelt, nichts anderes. Ich habe allerdings gehört, dass glutenfrei jetzt der neue Trend ist. Abwechslungsreich essen? Was soll das sein? Nee, du Tiffany, glutenfrei kann ich machen. Ich muss mich jetzt nach dem Joggen dehnen, das ist super wichtig. Wärst du so lieb und reitest zu Jamie Olivenbaums Bäckerei, um ein kleines glutenfreies Brot für mich zu kaufen? Super, bis später. Ja, davon abgesehen, dass glutenfrei überhaupt nichts mit den Nährstoffen zu tun hat an sich. Aber gut, wenn Ricky das nicht hören will. Willkommen in New Hillcrests wundervollsten Bäckerei. Glutenfrei? Natürlich haben wir das, Freund. Einen Augenblick, ich heb das für dich auf. Bist du neu hier? Ich erinnere mich nicht, dich schon einmal gesehen zu haben. Tiffany? Ach, was für ein schöner Name. Die Tochter der Cousine des Onkels meiner Mutter heißt auch so. Mein Name ist Jamie Olivenbaum, aber du kannst mich Jamie nennen. Wenn du Zeit hast, wäre es schön, wenn wir uns näher kennenlernen würden. Es ist immer toll, neue Leute kennenzulernen. Hier ist jedenfalls das Brot. Etwas angebrannt, aber man kann es einfach abkratzen. Das angebrannte Abkratzen? Das ganze Brot sieht aus wie ein Stück Kohle. Am besten bringst du es zu Ricky. Oha! Das ist nicht so gut. Super, da ist ja mein Brot. So sieht also glutenfrei aus? Das sieht verkohlt aus. Ich esse es, sobald ich die Geländestrecke aufgebaut habe. Ha ja. Gut. Das heißt, er will jetzt als nächstes da unten die Geländestrecke aufbauen. Jetzt haben wir übrigens schon eine Daily bei ihm. Vielleicht habt ihr es gerade eben gesehen. Haben wir ansonsten hier unten schon irgendwas? Dailies? Irgendwas? Oder kommt das alles erst, wenn wir das abgeschlossen haben hier? Doch, Dailies haben wir theoretisch schon. Ich weiß, ich kann mich noch erinnern, ich meine, die Dailies hier, die bringen auch relativ viel Gold. Manche bringen nämlich ein bisschen weniger und manche bringen ein bisschen mehr Gold. Und hier bin ich auch mal gespannt, ob hier irgendwann mal noch was passiert. Naja, ihr Lieben. Ich würde fast sagen, es ist zwar die Folge ein kleines bisschen kürzer, aber dann würde ich einfach jetzt an der Stelle warten, bis ich morgen weiter aufnehmen kann und mich für heute erstmal verabschieden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Dann gucken wir doch mal, ob wir vielleicht beim nächsten Mal dann die Geländestrecke reiten können. Lassen wir uns überraschen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!